Hast du gesehen, wie die mitgegangen sind? Nach 5 Minuten wusste ich, jetzt habe ich sie. Jetzt fressen sie dir aus der Hand. Eine Stimmung war das. Oh, ein Gefühl wie Weihnachten. Oh, es war, weißt du, wie ein Pulsschlag. Meiner und der von 2000 Leuten. Ja, du warst klasse. Nein, die Leute waren klasse. Ach, ich habe sie angebetet. Gib mir mal was zu trinken. Ja, ich habe sie angebetet. Ich hätte runtergehen mögen, um jeden an meine Brust zu ziehen. Aber ich glaube, das war es, was die Stimmung ausgemacht hat. Prost. Und trink nicht zu viel. Du musst immer damit rechnen, dass die Journalisten anquatschen. Und die stört es, wenn du eine Fahne hast. Du stehst doch mit jeder Kleinigkeit in der Zeitung. Sieht nach einem großen Erfolg aus. Ich sage dir, ein Riesending war das. Die Leute sind Kopf gestanden. Ich brauchte nur ein neues Lied anzufangen. 2, 3 Töne, ein Wort nur. Und dann ging's los, du, ein Applaus, dass die Halle bebte. Die kannten jeden Ton kannten die. Weißt du, was das heißt? Ich hab's geschafft, heißt das. Was willst du mehr? Mehr will ich nicht. Erfolg macht glücklich. Guten Abend, Mann. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Oh, guten Abend, Herr Düren. Ganz großer Erfolg gewesen, ich hab's schon gehört. Ja, irre. Haben Sie mir einen Tisch reserviert im Restaurant? Ja, ja, für 11 Uhr, wie Sie es gewünscht haben. Schlüssel, ja? Ja, bitte. Ach, der Schlüssel ist nicht da. Ist er nicht abgegeben worden? Das kann schon sein. Hallo. Hallo, Portier. Wer ist da? Ach, Herr Düren. Ich versuche, einen Heckel zu erreichen. Mein Manager, aber er meldet sich nicht. Meldet sich nicht? Moment, bitte. Ja, der Schlüssel ist hier. Herr Heckel ist nicht auf seinem Zimmer. Ja, aber er muss doch im Hotel sein. Vielleicht ist er irgendwo in der Bar. Ich brauche ihn sofort. Ich kann ihn ja ausrufen lassen durch einen Pagen. Ja, ist gut. Ist alles in Ordnung, Herr Düren? Oskar? Der Portier, Herr Düren. Herr Heckel hat sich leider nicht gemeldet. Wo ist denn mein Fahrer, Herr Grasser? Haben Sie den gesehen? Er soll den Heckel suchen, unter allen Umständen. Ich kann keine Sekunde länger warten. Herr Grasser? Moment bitte. Ja, der ist auch nicht auf seinem Zimmer. Der Schlüssel... Ja, will ich fahren lassen. Moment, Herr Düren. Hier ist ein Journalist, der sagt, er ist mit Ihnen verabredet, ob er aufkommen kann. Nein, nein, das geht jetzt nicht. Auf keinen Fall. Sagen Sie ihm, es täte mir leid, aber es ginge jetzt nicht. Was machen Sie denn mit dem Mädchen da, Herr Dugan? Ist die ohnmächtig? Ich begreife selber nicht, was los ist. Sie war in meinem Zimmer. Ich habe sie so gefunden, so wie sie hier ist. Ist die tot? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe sie so gefunden, so wie sie hier ist. Na, es handelt sich um eine glatte Wunde in der Herzgegend. Könnte eine Messerstichverletzung sein. Der Tatverdächtige ist Harry Dune. Sagt dir der Name was? Schlagersänger. Ja, komm. Er hat die Tote aus seinem Zimmer hierher geschafft. Und wurde dabei erwischt, ausgerechnet von einem Reporter. Der hat ihn dabei fotografiert. Wo ist der Reporter? Ja, der war schon weg, als ich kam. Zum Portier sagte er noch, schauen Sie mal morgen die Zeitung. Es gibt eine Riesensensation. Ich sage Ihnen doch, ich habe sie gefunden in meinem Bett. Sie war tot. Ich habe keine Ahnung, wie das Mädchen in mein Zimmer gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie tot ist. Was sollte ich machen? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich versucht, meinen Manager zu erreichen, aber ich habe ihn nicht erwischt. Und dann habe ich gedacht, ich schaffe sie raus. Nur, dass sie irgendwie rauskommt hier. Blut. Sieht so aus, könnte die Tatwaffe sein. Ja, das Messer, das. Es lag auf dem Boden. Ich habe es aufgehoben. Dann sind ja auch Ihre Fingerabdrücke dort. Gib's den Kollegen von der Spurensicherung. Stefan? Ja? Es lag auf der Kommode. Das Mädchen heißt Marianne Golz, geboren 1960. Golz, Marianne Golz, ich habe den Namen noch nie gehört. Ich schwör's Ihnen, ich habe das Mädchen in meinem Leben noch nicht gesehen. Glauben Sie mir, ich bringe niemanden um, ich bin kein Mörder. Nun beruhigen Sie sich erst mal, setzen Sie sich hin. Sie haben also heute Abend ein Konzert gegeben. Ja. Sind Sie nach dem Konzert gleich hierher ins Hotel gefahren? Ja. Wann sind Sie denn hier angekommen? So kurz vor 11. Waren Sie allein? Ja, der Fahrer hat mich hier gefahren, allein. Den können Sie fragen. Sie können auch übrigens den Portier fragen, der hat mich gesehen. Ich wollte den Schlüssel haben und... Und? Der Schlüssel war nicht da. War nicht da? Nein, unten war er nicht. Ich bin dann rauf, oben stand alles offen.
Und der Schlüssel steckte da, wo er jetzt steckt, außen. Jemand hat vergessen, den Schlüssel abzugeben. Wollen Sie sagen, Sie haben vergessen, ihn abzugeben? Nein, wieso? In meinem Zimmer ist immer eine Menge los und jede Menge Leute da. Mein Garderobier, der Manager, die Musiker, die ganze Truppe. Ich kann mich nicht um den Schlüssel kümmern. Jemand schließt zu und gibt den Schlüssel ab. Und jetzt ist er mal stecken geblieben. Das hat ein Mädchen ausgenützt und ist rein und hat sich einfach in mein Bett gelegt. Ja. Kommt das öfter vor? Die stellen alles Mögliche an. Ich habe schon die tollsten Sachen erlebt. Manchmal benehmen sie sich wie die Verrückten. Fragen Sie mal Heckel oder meinen Garderobier oder den Fahrer. Herr Heckel. Herr Heckel, bitte kommen Sie. Sag mal, was machst du eigentlich für eine Scheiße, Harry? Du hättest sofort die Polizei holen sollen. Sofort. Sehen, was los ist, und dann ran ans Telefon. Das ist doch das Erste. Aber das wollte ich ja. Ich dachte, ich spreche erst mit dir. Ich habe dich überall gesucht. Gesucht, Mensch. Hast nicht selber so viel Grips? Jetzt bist du drin. Du hast das Blödeste gemacht, was du tun konntest. Wir sind im Eimer. Und zwar total. Aber ich habe das Mädchen nicht umgebracht. Ja, natürlich nicht. Glauben Sie das etwa im Ernst? Beweisen Sie mir das Gegenteil. Harry hat Mädchen gerne. Warum nicht? Sind seine treuesten Anhänger. Sie lieben ihn, er liebt sie. Aber er bringt sie doch nicht um. Ja, bitte? Sind Sie Frau Goltz? Ja. Die Mutter von Marianne Goltz? Ich komme von der Kriminalpolizei. Ist was mit Marianne? Kann ich mal reinkommen? Was ist dir denn zugestoßen? Sie ist tot, Frau Goltz. Sie ist ermordet worden. Ermordet? Sie wurde in einem Hotel aufgefunden. Der tatverdächtig ist ein gewisser Harry Dugan. Ein Sänger. Ich will da nicht rein. Ich lass mich nicht einsperren. Und ich sage Ihnen, dass Sie einen Fehler machen. Einen Riesenfehler machen Sie. Und das ist eine Sache hier, da dürfen Sie keinen machen. Ich würde mir Mühe geben. Sie machen sich ja keinen Begriff, wie prominent Harry Dugan ist. Ich mache mir einen, aber nun ist aufgrund eines richterlichen Haftbefehls in Untersuchungshaft genommen. Sagen Sie mal, verstehen Sie eigentlich nicht? In seinem Apartment ist ein Mädchen erstochen worden. Das Messer zeigt seine Fingerabdrücke. Er wird aber erwischt, wie er die Tote wegschaffen will. Ja. Wollen Sie mir mal sagen, welche Möglichkeiten uns da noch bleiben? Komm mal her, komm mal her. Erzähl mal, wie die Mädchen hinter ihm her sind, was sie alles anstellen, um ihn zu sehen, ihn anzufassen. Wissen Sie, was Fans sind? Das Wort ist doch wohl nichts Neues für Sie. Nein, wir leben ja auch nicht hinterm Mond. Erzähl mal, wie Sie durchs Fenster gestiegen sind. Durchs Fenster. Sie sind plötzlich im Zimmer, in der Garderobe. Komm mal her. Komm mal her. Erzähl mal, wie Sie manchmal so vorm Wagen stehen, dass du nicht fahren kannst. Ich saß selber mal mit drin. So eine Blonde springt plötzlich vor, ist plötzlich vorm Wagen, riskiert ihr Leben. Und warum? Bloß, dass er sie anfasst. Stimmt's oder erzähl ich Quatsch? Ja, ja, so war das. Das ist ein Phänomen. Wir werden alles berücksichtigen. Nicht nur, was gegen ihn spricht. Aber es spricht nun mal eine Menge gegen ihn. Er hat ausgesagt, er kennt das Mädchen nicht. Kennen Sie es? Na, sehen Sie sich das Bild an. Ja, ich sehe es mir an. Nee, ist mir völlig unbekannt. Ist Ihnen das Mädchen bekannt? Nein. Sind Sie unsicher? Ich bin nicht unsicher. Ich kenne ihn nicht. Und Sie? Was denn? Was ist denn? Ja, es kommt mir so vor, als hätte ich die schon mal gesehen. Harry? Na und? Was heißt das? Ich habe doch gesagt, es ist eine von denen alles egal ist. Hier, gucken Sie sich doch das Gesicht mal an. Wie sie Harry anstrahlt, ist doch völlig verklärt. Ist noch was? Nein, danke. Sie können gehen. Stefan, das ist die Mutter von Marianne. Mein Beileid, Frau Goltz. Bitte nehmen Sie Platz. Hat alles gestanden? Hört doch mal zu. Hört doch mal zu. Es ist gut, dass ihr da seid. Was hier passiert, das ist eine Schweinerei. Hier wird ein Mann in die Pfanne gehauen, der vollkommen unschuldig ist. Ich gebe ja zu, das ist eine Riesengeschichte für euch und ich will sie euch auch nicht nehmen. Aber es bleibt auch eine irre Geschichte, wenn ihr die Sache mal umdreht, nämlich so, dass er unschuldig ist. Dann kriegt die Geschichte nämlich noch einen Dreh mehr. Dann kommt sie noch besser an. Also, ihr kriegt neue Fotos von mir und dann könnt ihr da drunter schreiben, dieser Mann, ein Mörder! Die Fotos haben wir schon. Sie sagte, Mama, ich liebe ihn.
Ich liebe ihn nun einmal. Ich denke jeden Tag an ihn, jede Nacht. Sie kaufte alle Platten von ihm. Es gibt wohl keine, die sie nicht hatte. Und sie spielte sie ununterbrochen. Ich sagte, Kind, musst du denn immer diese Musik hören? Du machst dich noch ganz krank. Und sie meinte, Mama, wenn das krank ist, dann bin ich gern krank. Frau Goltz, das Plakat hier. Das ist doch nach einem Foto gemacht worden, nicht wahr? Ja, das war ein Konzert vor einem Jahr hier in München. Sie ist in jedes Konzert gegangen. Sie ist bis nach Nürnberg gefahren, nach Frankfurt und noch weiter. Vor etwa einem halben Jahr hat sie dann dieses Plakat entdeckt, zufällig in einer Plattenhandlung. Es muss sie getroffen haben wie ein Blitz. Mama! Siehst du mich, Mama? Siehst du mich? Das bin ich, Mama, ich. Kind, du spinnst. Sie haben das Foto genommen, auf dem er mir die Hand gibt, Mama. Stell dir das vor, mir! Von dem Tag an war sie völlig verändert. Dieses Plakat, das war wie ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Von da ab war sie so gut wie krank. Hat Ihre Tochter irgendeine Verbindung zu Duggan? Ihm geschrieben vielleicht? Ja, geschrieben hat sie, mehrmals sogar. Sie hat ihm geschrieben, das Mädchen auf dem Plakat, das bin ich. Hat er geantwortet? Ja. Er hat geschrieben, Mama, er hat geschrieben. Wer? Harry! Frau Goltz, wissen Sie vielleicht, was Duggan Ihrer Tochter geschrieben hat? Nein, das weiß ich nicht. Ich nehme an, er hat ein Bild geschickt mit Unterschrift. Sie hat Ihnen den Brief nicht gezeigt? Nein, sie macht ein Geheimnis daraus. Wissen Sie, wo sie den Brief aufbewahren könnte? Irgendwo in ihrem Zimmer. Ich weiß nicht wo. Hier ist er. Harry Duggan. Mit Maschine geschrieben. Liebe Marianne, du bist also das nette Mädchen auf dem Plakat. Ich erinnere mich noch genau, als wir überlegten, welches Foto wir für das Plakat nehmen. Da sagte ich, wir nehmen das da mit dem bezaubernden Mädchen darauf. Wenn ich mal wieder ein Konzert in München gebe, dann melde dich. Die Freikarte kriegst du persönlich von mir. Herzlich grüß dich. Unterschrift Harry Duggan. Dann melde dich. Freikarte kriegst du persönlich von mir. Hat sie sich die Freikarte geholt? Ja. Ja, wann denn? Und von wem hat sie die Karte bekommen? Wir haben nämlich keine bei ihr gefunden. Sie sagte nur, als sie aus dem Betrieb nach Hause kam, dass sie sich freut auf den Abend. Unheimlich freut. Könnte irgendjemand wissen, ob Ihre Tochter die Karte bekommen hat? Ich meine, persönlich bekommen hat. Ja, hat sie keine Freundinnen? Freundinnen? Ich weiß nicht. Wo hat sie gearbeitet? In einer Kartonagenfabrik. Dürfen wir den Brief mitnehmen? Bitte. Komm mal rein. Hier, seht euch das mal an. Ja, glauben Sie denn vielleicht, den Brief hat Duggan geschrieben? Ist das nicht seine Unterschrift? Ja, solche Briefe darf er unterschreiben, aber sonst hat er nicht das Geringste damit zu tun. Die diktiere ich oder er oder krasser. Das sind ja Berge von Post, die er jeden Tag kriegt. Die sieht er gar nicht. Na, hat einer von euch den Brief geschrieben? Ja, ich war das. Na also bitte, er war das. Ja, also schön, Sie waren es. Hm? Ja. Der Brief ist sehr, sehr herzlich. Sie schrieb, sie sah auf dem Plakat drauf. Da habe ich sie mir angesehen. Irgendwie dachte ich, sie verdient eine nette Antwort. Sehr richtig. Außerdem könnte sie ja Persönlichkeitsrechte geltend machen. Mit der Freikarte ist das erledigt. Ja, die Frage ist nur, hat sie die Freikarte auch bekommen? Wirklich persönlich bekommen? Von Harry. Der war gestern den ganzen Tag nicht eine Minute allein. Aber sie muss versucht haben, ihn zu sprechen. Bei mir jedenfalls nicht. Bei euch? Bei mir auch nicht. Du, Ingo? Naja, die Sache ist so. Die Mädchen versuchen eben irgendwie an ihn ranzukommen. Nicht? Manche kommen einfach ins Hotel. Ganz käs, fahren mit dem Fahrstuhl nach oben. Mann, da steht man ja richtig Posten. Erinnern Sie sich an Marianne Goltz? Ich
versuch's ja, aber da kommt nichts. Vielleicht war sie hier im Büro. Wilke! Ja? Sehen Sie sich mal das Plakat an. Das Mädchen da, der Harry die Hand gibt. Haben Sie die vielleicht gestern gesehen? Ich wollte es Ihnen schon sagen, die war gestern hier. Was, hier? Hier im Büro? Ja, sie wollte unbedingt Harry sprechen und da habe ich sie ins Hotel geschickt. Ins Hotel geschickt? Sag mal, sind Sie wahnsinnig? Sie hat mir den Brief gezeigt, den Harry ihr geschrieben hat. Entschuldige, Sie wissen doch ganz genau, dass Harry solche Briefe nicht schreibt. Ach, entschuldigen Sie bitte. Wann war das Mädchen hier? Mittags, so gegen 12:30. Aha. Sie waren alle nicht da. Ich wusste nicht, dass ich etwas falsch mache. Und sie ist dann von hier aus direkt ins Hotel gegangen? Ja, sie sagte, sie geht gleich dahin. Das wär's schon. Ich danke Ihnen. Bitte. Die war nicht im Hotel, ich beschwöre es. Ich hätte sie doch sehen müssen. Mittags. Wir haben zusammen gegessen, Harry und ich, auf seinem Zimmer. Wir haben die ganze Tournee besprochen, die jetzt im Eimer ist. Sie war nicht im Hotel. Sie muss da gewesen sein. Jedenfalls hat sie zu ihrer Mutter gesagt, dass sie sich unheimlich freut auf den Abend. Ja, das war nachmittags, als sie von der Arbeit nach Hause kam. Ja, wann soll er sie denn getroffen haben? Wann denn? Was sagst du? Du, Ingo. Wieso zuckst du die Schultern? Weil die eine Menge Fantasie haben. Ich hatte mal einen Wagen und hab's gar nicht gemerkt. Die lag hinter mir auf dem Boden, hinter meinem Sitz. Harry stieg ein und sagte keinen Ton. Wieso sagte er keinen Ton? Weil es ihm so gefiel. Und wenn ihm was gefällt, dann sagt er keinen Ton. Weißt du, dass du ihn reinreißt, wenn du so ein Blödsinn daher redest? Okay, okay. Schießen Sie los. Halten Sie es für möglich, dass Marianne Goltz gestern Mittag Harry Duden getroffen hat? Sagen wir mal so, mal aus meiner Erfahrung, ja. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, dann schaffen die es auch. Ich weiß nicht wie, aber die schaffen das immer. Mit links machen die das. Ich habe mal vor seiner Tür Posten gestanden. Ich habe aufgepasst wie ein Luchs. Ich hatte einen auf dem Kieker. Ich wusste, die will rein. Die will schnurgerade in sein Bett. Und was soll ich Ihnen sagen? Sagen Sie es. Sie war bereits drin. Ich weiß nicht wie. Ich habe es nie herausbekommen. Und ihm war es recht so? Ob es ihm recht war. Es war ein sehr schönes Mädchen. Und da Nein zu sagen, das wäre eine Leistung gewesen. Und so stark ist er nun auch wieder nicht. Ich meine, niemand, der ihm da einen Vorwurf machen kann. Wo kann ich sie raussetzen? Hier. Fräulein Höfer, die Herren wollen zu Ihnen. Guten Tag. Guten Tag. Polizei? Ja, haben Sie uns erwartet? Steht ja in allen Zeitungen. Wo können wir miteinander reden? Am besten ist, wir gehen nach draußen. Dankeschön. Bisschen laut hier. Diese Sache mit Harry Duden, das war ein Tick, den sie hatte. Ich habe drüber gelacht. Wir alle haben drüber gelacht. Wir haben gesagt, die fängt sich schon wieder. Aber als sie dann auf dem Plakat drauf war, da war es ganz aus. Im Grunde hat sie mir leid getan. Wieso leid getan? Ja, ein bisschen spinnen ist ja ganz schön, aber was die tat... War nicht normal, meinen Sie? Ja, das meine ich. Gestern war das Konzert. Hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Ja, sie hat gesagt, dass sie hingeht, dass sie eine Karte bekommt. Vom großen Meister persönlich. Ja. Was war nun gestern Mittag? Da ist sie los, in der Mittagspause. Wann ist die? Von 12:00 bis 1:00. Kurz nach 12 ist sie gegangen. Und wann ist sie zurückgekommen? Ungefähr um 2:30. Was hat sie Ihnen erzählt? Dass er der Größte ist, dass er unheimlich nett ist. Also hat sie ihn gesehen, sie hat mit ihm persönlich gesprochen? Ja, also sagen wir mal so, ich hatte zumindest den Eindruck, vernünftig reden konnte man ja nicht mit ihr. Sie war wie in Trance. Ja, hat sie nicht erzählt, dass sie ihn gesprochen hat? Nein, sie hat nur gesagt, ich bin mit ihm zusammen heute Abend. Und daran erinnern Sie sich genau? Ja. Es muss doch irgendwas los gewesen sein. Ich meine, sie war über die Mittagspause 2,5 Stunden unterwegs. Hat sie da nichts erwähnt, erzählt? Nein, obwohl sie mir sonst eigentlich alles sagt. Vielleicht hat sie Konrad was erzählt. Wer ist denn das? Die Firma hier heißt Peis und Sohn. Der Sohn ist er, Konrad Peis. Er ist ihr Freund. Und meinen Sie, sie könnte sonst einfach so bis um 2:30 wegbleiben? Ihr Freund, sagen Sie, was hat denn der gesagt zu Ihrem Tick mit Harry Duden? Ach, der hat auch gesagt, sie spinnt. Der hat das auch nicht ernst genommen, wie wir alle. Na, und seine Beziehung zu ihr, die sehr herzlich, sehr eng? Ja. Was ja? Naja, sie waren immer zusammen, aber ich glaube, das ging mehr von ihm aus. Und von ihr? Das weiß ich nicht. In jedem Fall war es für ihn die Sache. Wo ist denn dieser Konrad Peis? Ja, normalerweise ist er im Büro. Heute habe ich ihn aber noch nicht gesehen. Kriminalpolizei? Was wollen die denn? Haben Sie nichts gesagt? Müssen doch sagen, weswegen Sie kommen.
Sie haben nichts gesagt. Wenn Sie nichts sagen, brauche ich ja nichts empfangen, ne? Vielleicht wollten Sie es nur mir nicht sagen, aber die kommen sicher wegen der Golds. Golds, wenn ich den Namen schon höre, also dann holen Sie rein und denken vielleicht, wer weiß was, wenn man Sie warten lässt. Bitte. Danke. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Peis ist mein Name. Derek, Herr Klein, wir hätten gerne Ihren Sohn gesprochen, Herr Peis. Mein Sohn? Ja. Ja, der ist, mein Sohn ist heute gar nicht im Betrieb. Der fühlte sich heute Morgen nicht wohl. Ich habe schon den Betriebsarzt zu ihm geschickt. Bitte nehmen Sie auf Platz. Danke. Darf ich fragen, weswegen Sie kommen? Wir kommen im Zusammenhang mit der Mordsache Golds. Sie wissen sicher davon. Ja, ich weiß so viel davon, wie eben in der Zeitung steht. Und dass es sich um eine Angehörige meines Betriebes handelt. Ihr Sohn ist mit Marianne Golds befreundet gewesen. Befreundet? Mein Sohn. Wer das hat, sieht das völlig falsch. Sie arbeitet in der Abteilung, die mein Sohn leitet. Von einer engeren Beziehung kann überhaupt keine Rede sein. Und wer etwas anderes behauptet, wird von mir zur Rede gestellt, und zwar persönlich. Ich werde mit einem Anwalt gegen ihn vorgehen. Sie würden deswegen einen Anwalt bemühen? Ja. Ja, das würde ich tun. Ich kann nicht zulassen, dass mein Sohn in die Sache hineingezogen wird. Jeder Spekulation ist ja Tür und Tor geöffnet. Ja, was für eine Spekulation meinen Sie? Dass er was damit zu tun hat. Er hat nichts damit zu tun. Seine Beziehungen zu dem Mädchen waren ganz oberflächlich. Und außerdem war mein Sohn gestern Abend mit dem Lagerverwalter im Magazin von 6 Uhr bis 12 Uhr nachts. Bitte, ich sage das nur, um gleich den wildesten Spekulationen zu begegnen. Was fehlt denn Ihrem Sohn? Fieber. Sein Hals. Seine Brust. Er hat Schwierigkeiten beim Atmen. Er liegt im Bett. Ich weiß nicht, ob er im Bett liegt. Ich habe ihm gesagt, er soll sich ins Bett legen. Sie wollen sicher den Lagerverwalter sprechen, dann erübrigt sich ja alles andere. Ja, besten Dank, aber... Sie werden eine zuverlässige Auskunft von ihm erhalten. Der Mann arbeitet seit 20 Jahren in meinem Betrieb. Wir setzen uns da hinten hin. Na, krank sind Sie jedenfalls nicht. Nein, ich bin nicht krank. Hat das gesagt, mein Vater? Ja. Bitte. Danke. Mir fehlt nichts. Die Schnauze voll. Ziemlich fertig. Deswegen. Was sagen Sie? Der leugnet? Sagt er, war es nicht, er streitet das ab. Ja, er streitet es ab. Ja, aber das Foto, ich meine, hier steht es doch. Ein Reporter hat ihn erwischt zufällig, wie er sich aus seinem Zimmer schaffen wollte. Es ist doch ein Originalfoto, oder? Ja, das ist es. Sie wissen natürlich längst, dass Marianne Golds mein Mädchen ist, meine Freundin. Ja, das wissen wir. Sie war so richtig, ernsthaft. Sie hatte diesen verdammten Tick mit diesem Sänger. Einfach vernagelt. Irgendetwas stimmte da nicht. Sobald dieser Name fiel, Harry Dugan, setzte alles bei ihr aus. War sie einfach nicht mehr normal. Ständig diese Platten, diese Stimme. Du bist krank, habe ich gesagt. Der Mann ist deine Krankheit. Und wer weiß, wo du noch rein bist, wenn du nicht endlich damit Schluss machst. Es geht uns um den gestrigen Tag. Marianne ist mittags losgegangen. Ja, sich die Freikarte besorgen. Um 2:30 kam sie zurück. Haben Sie sie danach gesehen? Ja. Sie kam wie ein Engel. Sie schwebte. War völlig weg. Nur die Flügel haben noch gefehlt. Ich sagte, was ist dir denn passiert? Sitzt du heute Abend in der ersten Reihe? Sie sagte, nein, ich gehe nicht ins Konzert, ich bin bei ihm im Hotel, ich warte auf ihn, bis er kommt. Bis er kommt? Dann begreifen Sie nicht, sie wollte sagen, wenn er aus dem Konzert kommt, dann bin ich schon da, in seinem Zimmer. Ja, hat sie denn Harry Dugan gesehen, mit ihm gesprochen? Wann, wo und wie? Glauben Sie, ich hätte das noch genauer wissen wollen. Ich habe es zuerst einmal nicht geglaubt, ich habe gesagt, du spinnst. Ich habe es einfach nicht ernst genommen. Aber dann rief sie mich an, abends hier an, zu Hause an. Triumphierend. Sie sagte, weißt du, von wo aus ich anrufe? Aus seinem Zimmer. Ich bin in seinem Zimmer. Wann war das? Wann das war? Gegen 9. Ich denke, Sie sind im Magazin gewesen mit dem Lagerverwalter. Wer mit ihm gesprochen? Er sagt, Sie seien bei ihm gewesen bis gegen 12. Wissen Sie, dieser Lagerverwalter ist schon ziemlich lang bei uns. Freund von meinem Vater. Tut ihm jeden Gefallen.
Was wollte Ihr Vater? Wollte er Ihnen ein Alibi verschaffen? Ja, natürlich wollte er das. Die Zeitung war doch wie eine Bombe heute Morgen. Wie reagierte Ihr Vater auf die Bombe? Er sagte, wenn die Polizei rauskriegt, dass die Goldstein Mädchen ist. Wenn die hören, dass dich angerufen hat, aus dem Hotel, um 9, während das Konzert noch im vollen Gange ist. Das Erste, was die dann denken, ist, ob du nicht gleich hin bist, rein ins Hotel, um sie da rauszuholen. Hat mein Vater recht? Würden Sie so denken? No, wir würden es nicht ausschließen. Sind Sie denn hin? Ins Hotel? Nein. Was haben Sie denn gemacht nach diesem Anruf? Nichts. Ich habe mir einen angesoffen. Sie sind im Haus geblieben? Ja. Einen Zeugen dafür haben Sie offenbar nicht. Nein. Was meinen Vater mehr in Sorge versetzt, als mich. Kann ich ein Foto von Ihnen bekommen? Wozu brauchen Sie ein Foto von mir? Können Sie sich an diesen Mann erinnern? Er könnte nach der Zimmernummer von Harry Duggan gefragt haben. Gestern zwischen 9 und 10:30. Und tut mir leid. Nicht, dass ich wüsste. Bei wem könnte man sonst noch nach einer Zimmernummer fragen? Ja, eigentlich nur hier am Empfang. Kann ich das Foto behalten? Ich könnte meine Kollegen fragen. Naja, aber ich brauch's dann. Wollen Sie zu mir? Gibt's was Neues? Was Neues könnte nur sein, dass Sie den Mörder haben und es ist nicht Harry Duggan. Mann, haben Sie eine Ahnung, was los ist? Ich komme nicht mehr weg vom Telefon. Die Presse spielt verrückt, die Agenturen spielen verrückt. Dieses verdammte Foto ist offenbar ein Weltknüller. Bitte gehen Sie doch beiseite, ja? Und lassen Sie mich doch in Ruhe, bitte. Sehen Sie das? Sogar seine Koffer sind noch interessant. Mir scheint ja nur noch dieses eine Thema zu geben. Keinen Schritt kann ich tun, ohne dass nicht so ein Journalist auf mich zuschießt. Fragen. Hat er gestanden? Was macht er? Was sagt er? Wie fühlt er sich, wenn ich sowas schon höre? Wie fühlt er sich denn? Was sagt er? Was macht er? Ich kann da leider nicht viel Neues bieten. In der Zelle, da geht er doch ein. Wissen Sie, der ist wie ein Kanarienvogel. Der muss singen. Der lebt vom Singen. Ohne Singen ist er tot. Kennen Sie diesen Mann? Wer ist denn das? Was bedeutet das? Haben Sie vielleicht einen Verdacht? Haben Sie diesen Mann irgendwo schon mal gesehen? Ja, wer ist denn das? Beantworten Sie doch erstmal die Frage meines Kollegen. Gesehen. Können Sie mir ein bisschen helfen? Sie kennen ihn also nicht? Es tut mir leid. Ich hole mir die anderen. Ja. Können wir irgendwo ungestört miteinander sprechen? Da hinten in der roten Bar, die ist um diese Zeit meistens leer. Mhm. Ja, was ist denn mit dem Foto? Kenne ich nicht. Wer soll denn das sein? Hören Sie, wenn Sie gegen irgendjemanden einen Verdacht haben, dann sollte ich das auch wissen. So schnell wie möglich wissen. Weil es um eine Menge Geld geht, um Existenzen. Bring es bitte dem Portier zurück, Harry, ja? Vielen Dank. Also, unsere Ermittlungen haben Folgendes ergeben. Marianne Golz ist gestern Mittag zwischen 00:30 und 14:00 hier im Hotel gewesen. Und hier im Hotel hat sie in Verabredung mit Harry Duggan für den Abend getroffen. Etwa in der Art, dass sie in seinem Hotelzimmer auf ihn warten soll, bis er vom Konzert zurückkommt. Ja, wer soll denn diese Verabredung getroffen haben? Auf keinen Fall, Harry. Vielleicht einer von Ihnen. Von uns? Von uns dreien hier? Wie kommen Sie denn darauf? Na, jemand muss die Verabredung getroffen haben. Marianne Golz hat an dem Betrieb vor Zeugen ausgesagt, dass sie zwar nicht ins Konzert geht, aber dafür im Zimmer von Harry Duggan auf ihn warten darf. Und derjenige, der die Verabredung getroffen hat, der hat auch dafür gesorgt, dass der Schlüssel nicht abgegeben wurde. Dass das Zimmer offen war. Und einer von uns soll das gewesen sein. Ja, wenn es Harry Duggan nicht selber war, dann muss es einer von Ihnen gewesen sein. Waren Sie es? Nein, ich war es nicht. Sie? Nein. Und Sie? Nein. Kann die sich das nicht selber ausgedacht haben? Nein, denn sie konnte nicht wissen, dass der Schlüssel nicht abgegeben wird. Ja, glauben Sie denn, der ist aus diesem Grund nicht abgegeben worden? Kann ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Allein. Gern. Ja. Was soll denn das? Gibt's hier Geheimnisse? Vielleicht. Ich glaube, ich sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas sagen. Tun Sie's. Ja, dass Harry ab und zu ein Mädchen einlädt, das wissen Sie ja bereits. Und aus diesem Grund wird seine Tür ab und zu offen gelassen. Verstehen Sie? Bewusst offen gelassen. Damit man ungehindert rein kann. Und wer hat sie gestern offen gelassen? Na, wer organisiert denn hier alles? Was wird denn da geredet? Kommen Sie bitte mit ins Präsidium. Was ist denn los?
Warum denn? Was hast du denn da erzählt? Da kommen Sie. Ja, aber nochmal, was ist denn schon dabei? Er ist Junggeselle. Andauernd unterwegs, ständig unter Dampf. Wissen Sie, was das ist, eine Tournee? Das ist eine Riesenanstrengung, Dauerstress, Hektik von morgens bis abends. Naja, und das ist auch der Grund, warum ich ihm manchmal behilflich bin. Wenn ich merke, was ein Mädchen, für die interessiert er sich, die gefällt ihm. Ist doch ganz logisch, dass ich nichts dagegen habe. Wo steht denn, dass er nicht auch mal ein Erlebnis haben darf? Hä? Aber von gestern weiß ich nicht. Ich habe das Mädchen nicht gesehen, nicht mit ihr gesprochen. Ich habe gestern an sowas überhaupt nicht gedacht. Wenn Harry da was getan hat, wovon ich nichts weiß, dann ist das seine Sache. Was schreiben denn die Zeitungen? Ich darf Ihnen keine Informationen geben. Nicht mal sagen, was die Zeitungen schreiben? Bei denen sind sie unten durch. Glauben die denn, dass ich es war? Fragen Sie mich doch nicht sowas. Ich darf mich mit Ihnen nicht unterhalten. Nicht darüber. Ich will eine Pressekonferenz haben. Ich will selber dazu Stellung nehmen. Das kann man mir nicht verweigern. Ja, ich weiß. Diese Zelle macht mich noch ganz verrückt. Kein Auge habe ich zugetan. Ich gehe immer auf und ab. Und denke nach und denke ununterbrochen nach. Ich weiß ja, dass alles gegen mich spricht, aber was ist mit dem Mädchen? Wie kam sie in mein Zimmer? Hat man das nicht feststellen können? Nein, bis jetzt nicht. Aber haben Sie nicht öfter mal ein Mädchen in Ihrem Zimmer vorgefunden, wenn Sie aus einem Konzert kamen? Wieder was, das gegen mich spricht. Könnten Sie sich vorstellen, dass irgendjemand daran interessiert ist, Ihnen diesen Mord anzuhängen? Wer sollte das sein? Einer von drei Leuten. Ihr Manager Heckel, Ihr Garderobier Orkel oder Ihr Pfarrer Grasser. Einer von Ihnen muss mit Marianne Goltz gesprochen haben. Sie bestellt haben. Ihr gesagt haben, dass sie hinaufgehen soll, dass das Zimmer offen steht. Es könnte nur einer sein, wenn überhaupt einer von diesen dreien in Frage kommt. Wer könnte es sein? Ich will ihm nicht Unrecht tun, das ist vor allem falls eine Vermutung. Wer? Ingo Grasser. Warum der? Das ist eine alte Geschichte. Ich habe da sicher einen Fehler gemacht. Erzählen Sie mal. Er hat mal ein Mädchen gehabt. An der hat er sehr gehangen, ich habe das erst später gemerkt. Wissen Sie, die Mädchen tun alles, um irgendwie reinzukommen in unseren Kreis. Irgendwie dabei zu sein, das machen sie dann auf Umwegen. In diesem Fall über meinen Fahrer, Grasser. Ich habe das dann auch später erst begriffen. Was war mit dem Mädchen? Ich habe es ihm weggenommen. Kann sein, dass er mir das nie verziehen hat. Grasser? Hat die Geschichte mit seinem Mädchen damals. Aber die wollte doch zu Harry, die wollte das. Die hatte es doch darauf angelegt. Ingo Grasser war für die doch nur eine Zwischenstation, weiter gar nichts. Sie meinen, dass Ingo eine Möglichkeit gesucht hat, Harry das heimzuzahlen? Ich meine gar nichts. Wissen Sie, wo Grasser gestern Abend war? Er bringt Harry abends zum Konzert, dann hat er frei. Er wird erst wieder gebraucht, wenn das Konzert aus ist. Grasser kam in letzter Minute, war ganz außer Atem. Das Konzert war schon fast zu Ende. Ich hatte schon Angst, weil ich einen Koffer brauchte. Welchen Koffer? Harry wechselt doch immer den Anzug nach jedem Konzert. Und Ingo bringt ihn. Ich lege ihn immer raus, dass Ingo ihn einpackt. Also war Grasser gestern Abend im Hotel. Und nicht nur im Hotel, sondern auch im Zimmer von Harry Dugan. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Wirklich nicht? Tag. Tag. Man hat mir im Büro gesagt, dass Sie hier unten sind. Na, wie schön. Donnerwetter, da glänzt ja wie neu. Ich gebe den Wagen so zurück, wie ich ihn übernommen habe, glänzend. Sie haben gekündigt? Man hat mir gekündigt. Kennen Sie Elvira Schöne? Ich habe Ihnen bereits von ihr erzählt. Sie mir? Ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mal vor seiner Türposten gestanden und aufgepasst habe wie ein Luchs, weil ich einen auf dem Kieker hatte, von der ich wusste, die will rein, die will partout in sein Bett. Und dass ich schon lange drin war. Das war Elvira Schöne.
Ihre Freundin? Ja, das war sie. Und seitdem hassen Sie Harry Dugan? Sagen wir mal so, ich mag ihn nicht besonders. Und ich weine ihm keine Träne nach. Sie waren gestern Abend im Hotel. Ich habe gegessen, im Restaurant. Ja, und dann sind Sie raufgegangen in Dugans Zimmer, um den Anzug einzupacken, den der Garderobier herausgelegt hat. Ja, und? Sie waren also in seinem Zimmer, in dem sich Marianne Goltz entweder schon aufhielt oder die Sie mit hinaufgenommen haben. Haben Sie nichts dazu zu sagen? Was ich dazu sage, muss ich mir erst überlegen. Und das erlauben Sie mir doch. Ja, Derek? Der Hotelportier hat angerufen. Ein Page hat Konrad Peis auf dem Foto erkannt. Ja, Peis war am Mordabend im Hotel. Ja? So, bitte. Danke. Guten Abend, Herr Peis. Haben Sie Zeit, mitzukommen? Wohin soll ich mitkommen? In das Hotel, wo Marianne Goltz ermordet wurde. Ja, das ist der hier. Er hat mich nach der Zimmernummer von Herrn Dugan gefragt und ich habe es ihm gesagt. Kein Zweifel, du irrst dich nicht. Nein. Danke, Sie können gehen. Komm. Geben Sie es zu, waren Sie hier? Haben Sie von dem Jungen die Zimmernummer bekommen? Ich gebe gar nichts zu. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass Sie die Nummer bekommen haben. Sie gingen zum Lift. Also gut, gehen wir. Kommen Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr aufgeregt waren, sehr wütend. Immerhin hatte Marianne Sie ja von seinem Zimmer aus angerufen. Wie sagten Sie? Ihre Stimme klang eigenartig, fast feierlich. Weißt du, von wo aus ich anrufe? Aus seinem Zimmer. Ich bin in seinem Zimmer. Ich warte auf ihn. Sie wollten sehen, ob sie tatsächlich in seinem Zimmer ist. Und wenn sie da ist, wollten Sie sie rausholen. Machen Sie auf, der Schlüssel steckt hier. Und als Sie das Schlafzimmer verließen, stand da Grasser, der den Anzug holen wollte. Sie standen sich so gegenüber wie jetzt. Grasser war der Mann, den Marianne mittags getroffen hatte, der ihr gesagt hatte, kommen Sie abends. Gehen Sie einfach in sein Zimmer, es ist offen. Jetzt sah er plötzlich, was passiert war. Sie erzählten ihm, sie erklärten ihm. Und da sagte Grasser zu ihnen, was sagten sie? Ich sagte, hauen Sie ab, Mensch. Na los, weg hier. Von mir erfährt niemand etwas. Das war Ihre Rache an Harry Dugan.